Wie öffne ich denn nochmal die Karte? Wie... Stich! Stich! Oh! Ach, da liegt nochmal Kraut. Ach, guck mal an. Kann ich nochmal kombinieren. Warte. Ah, ja. Ich fühle mich gleich besser. Aber wie öffne ich denn nochmal die Karte, verdammt? Ich habe alles vergessen. Hä? Inventar? Ach, hier. Ach, Touchpad links drücken. Ach so. Verarbeitungsbereich. Oh Gott, Krematorium. Da waren wir gerade. Werkstatt ist zu. Hier rechts die Tür scheint auch zu sein. Sieht zumindest danach aus. Haben wir noch nicht probiert. Boilerraum haben wir gerade gesehen. Das war der Riesenraum. Oh Gott, Leichenhalle, Zerlegungsraum. Der Zerlegungsraum ist quasi in der Nähe vom Boilerraum. Wir müssen durch den Boilerraum durch. Oh Gott. Akten. E-Mail von mir. Tagebuch, Jakes. Das haben wir alle schon gefunden, ne? Genau. Okay. Freunde. Pistolenmuni. Super. Erstmal nachladen. Entriegel. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Oben der Schatten gerade. Alter. Mach nicht so mal mit mir. Ich bin so jung. Okay, das ist also jetzt eine Abkürzung zum Ausgang. Das ist schon mal super. Ich hoffe, wir werden diese Abkürzung brauchen zum Flüchten. Was machen die denn hier? Um Gottes Willen, was machen die denn hier? Oh Gott. Ich meine, das muss ja irgendwas mit Resident Evil zu tun haben, ne? Hier, T-Virus, bla bla bla, etc. pp. Aber was machen die denn hier? Ich bin echt gespannt auf die Story, auf die Auflösung. Skorpionschlüssel, geil. Wie cool. Damit können wir... Was? Oh, bitte jetzt keine Nachrichten schreiben. Was? Schatzfoto? Wie Schatzfoto? Hä? Warte mal eben. Schatzfoto. Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Wenn ich es mal erkennen könnte. Das sieht aus wie... Das sieht aus wie ein Kamin oder so. Also sieht zumindest danach aus. Den Controller... Was? Achso, steht hinten drauf. Okay. Ja, schauen wir mal. Was haben wir hier? Ein Dietrich. Ich werde bekloppt. Damit können wir eine Kiste öffnen. Nur nicht zu viele. Und Kraut. Geil. So langsam wird das Inventar voll. Wir haben auch keinen Platz mehr. Es wäre schön, wenn wir... Ich bin überlegen, ob ich speichern gehen soll. Was ist das denn? Ne. Okay, wir haben wieder Platz im Inventar. Gut. Noch weiter runter. Okay, wir müssen ja eh auch in den Beutel. Boah, ich gehe speichern, ohne Spaß. Ich gehe speichern. Ist mir sicherer. Ah! Scheiße! Scheiße, die Kamera! Alter! Alter, mein Herz! Mach doch nicht so eine Scheiße mit mir! Ach du Kacke! Alter! Ich geh mal speichern mal eben! Ich geh mal ganz entspannt speichern, ja. Ich bin ganz entspannt. Willst du mich verarschen? Was ist denn hier los? Wo kommen die alle her? Alter, ich muss weg hier. Ich will noch speichern. Ciao. Ich mag den Keller nicht. Ich mag den Keller nicht. Ich mag den Keller nicht. Ich hab schlechte Erinnerungen an den Keller. Freunde, ich gehe erstmal
ein bisschen Lagersystem sortieren. So, den Skorpionschlüssel lege ich auch mal da rein. Den Zerlegungsraum behalte ich mal. Schießpulver lege ich ab. Zwei Arzneimittel reicht, glaube ich, erstmal. Ja. So, kann ich das ein bisschen sortieren? Oder... Okay, nicht, okay, es bleibt so liegen. Na dann. Kann ich mir das eigentlich hier drauflegen? Nee, ne? Kann man sich auch angucken, okay. Schließt Wunden und fördert die, was? Zellregeneration. Stellt die Gesundheit teilweise wieder her. Ja, super. Ja, toll, 4 Schuss noch. Egal, ich speichere trotzdem mal eben. Oh, Freunde. Boah, ich bin jetzt gerade erschrocken. Es ist so... Alter Falter. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, wie die nächsten Horrorspiele werden in VR. Ich sag nur Visage. Da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt müssen wir ja wieder da rein. Aber gut, wir haben gespeichert. Kann uns egal sein. Komm, scheißegal, komm. Wir ziehen das jetzt durch. Komm, wir ziehen das jetzt durch. Das Schöne ist, ich habe... Freunde von mir haben das Spiel auch in VR gespielt und haben zu mir gesagt, die haben an gewissen Stellen haben die aufgehört mit VR, weil sie es nicht spielen konnten. Weil sie sich so erschrocken haben. Das ist natürlich super. Das macht natürlich Mut, wenn man das spielt. Muss ich sagen. Das macht ganz viel Mut. Im Übrigen, mein Kollege ist wahrscheinlich jetzt auch gerade am Stream. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Der Hardstyler. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Oh Gott. Mir wird aber gerade ein bisschen flau im Magen. Ich weiß gar nicht, warum. Mir ist echt ein bisschen flau heute vom VR-Spielen. Ich weiß gar nicht, warum. Flintenmunition schon wieder, okay. Und eine Packung Psychotonikum. Was ist hier? Kriegen wir nicht offen, weil wir den Schlangenschlüssel nicht haben. Ach, guck mal an. Warte. Ich weiß mal nicht, was es bringt, aber ich zerstöre die mal. Oh Gott, bitte jetzt nicht so einen Spawn, ey. Das wäre nicht gut. Ich habe keine Munition, Freunde. Mir ist echt übel gerade. Ich weiß nicht warum. Normalerweise macht mir VR eigentlich gar nichts. Aber vielleicht nehme ich das gerade alles so mit hier. Oh Gott, ich weiß ganz genau, wo wir jetzt rein müssen. Oh nein. Oh nein. Ich will da nicht rein. Mmh, lecker. Hier spawnt doch hundertprozentig spawnt hier einer. Da wette ich mit. Da eine Ecke oder so. Da wette ich mit. Irgendwas passiert doch hier. Wir sind doch hier niemals nicht alleine. Ich bin mutig und gehe in eine Ecke. Ich habe mich nicht geschrocken. Ich meine, hey. Pistolenmunition. Alter, hör auf mit der Scheiße. Obwohl ich eine Waffe habe, fühle ich mich total irgendwie unsicher. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's genau gewusst. Du kleiner Dreck. Du kleiner Drecksack. Du auch. Ich hab's genau gewusst. Ich glaube, Molded heißen die Dinger, ne? Habe ich mal gelesen. Die Wichser. Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Warte mal, Chemikalie. So, jetzt haben wir schon 3 Erste Hilfe. Ach du Scheiße. Ach. Geh weg. Geh weg, lass mich. Ich hab keine Muni. Geh weg, ich hab keine Muni. Hau ab, verpiss dich. Geh weg, ich hab keine Muni. Oder komm hier hin. Ich habe nur noch 3 Schuss. Die müssen sitzen.
Ich habe den so gesehen in der Ecke, im Augenwinkel. Boah, Alter. Die haben die aber echt gut positioniert, ne? Muss man ja mal sagen. Steht er jetzt hier? Hallo? Wo ist er denn? Hallo? Wo ist er denn? Wo ist der hin? Oder latscht der rum oder was? Hey, der war doch gerade hier. Wo ist der hin? Der guckte doch gerade so durch die Tür, als würde er sagen wollen, hallo, komm rein. Ich warte auf dich. Wo ist der hin? Oh Gott, ich habe Angst, dass er jeden Moment irgendwo auftaucht. Oh, oh, oh. Oh nein, Scheiß! Ach, zwei! Natürlich, ich hab nur das Messer! Ja, klar! Und ich hab keine Flinte! Nein, 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 nein! Oh Gott, ciao! Ich war nochmal abwehren? Nein, so nicht. Oh! Nein, 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 nein! Abwehren, ich will abwehren, ich will abwehren! Geht doch einfach sterben! Oh nein, nein, you are dead! Ach komm, fickt euch! Mann! Fickt euch am Messer! Ist doch nicht wahr! Boah, Alter! Die Kreaturen sind sehr widerstandsfähig. Um sie aufzuhalten, müssen sie ihnen entweder in den Kopf abtrennen oder ihren Körper komplett zerstören. Schön. Verbesserte Pistolenmunition. Verbesserte Pistolenmunition verleiht den Schüssen mehr Kraft pro Kugel. Drücken Sie L2 und 3, um die Munitionsart zu wechseln. Gezielte Angriffe. Aha. Gegner zerstörbare Körperteile. Zerstören Sie Arme, um die Angriffsfähigkeit des Gegners zu verringern. Oder zerstören... Okay. Mir juckt gerade die Nase. Ist natürlich ungünstig, wenn man so eine Brille auf hat. Wir haben nur 4 Schuss. Toll. Und da sind 2 von den Affen auch noch drin. Super. Ich freue mich sehr. Spawnen jetzt wieder neu jetzt hier, die hier waren, oder? Ich hoffe nicht. So, warte mal. Haben wir denn die ganzen Krautklamotten alle gesammelt? Ne, Moment. Wir müssen ja... Hier waren wir noch nicht, ne? Genau, das können wir noch mitnehmen. Dann hier den Wackelkopf. Das noch mitnehmen, den Wackelkopf hier. Genau. Das dürfen wir nur nicht vergessen, weil wir speichern müssen. Das ist wie bei Alien Isolation, wo du dran denken musst, dass du speichern musst. Sonst musst du alles wieder von vorne machen. Ich finde das voll geil. So war das früher immer gewesen in Spielen. Da gab es nicht sowas wie Autosave oder so. Du musst es immer selber speichern. Und wenn du halt zu weit gespielt hast, ne, und hast verkackt... Dann hast du verkackt, dann darfst du die Kacke nochmal von vorne spielen. Fuck, ich wünschte, ich wäre in die Flinte. Aber warte mal. Ich bin so schlau, ne? Ich kann die Flinte doch holen. Moment, wo ist der Safe-Raum? Hier. Ich gehe jetzt erstmal die Flinte holen, weil wir haben doch den Skorpionschlüssel. Und ich bin mir sicher, dass der Freizeitraum war mit einem Skorpion, mit einer Skorpiontür verschlossen, wo die Flinte war. Das heißt, da wo die Oma drin saß, kommen wir jetzt eigentlich rein. Das Problem ist nur, Mr. Bakerman wird wahrscheinlich auch rumlaufen. Aber egal, der ist mir wesentlich lieber als wie einer von den Hiopies, die da unten im Keller auf mich warten. So, Skorpionschlüssel nehme ich mit. Ansonsten 4 Schuss, 2, warte mal hier. Lege ich nochmal da rein. Flintenmunition haben wir jetzt insgesamt 3. Wow, nur nicht so viel. Wir könnten ja das Spiel gewinnen. Freunde, ich werde nicht alt heute. Es ist so. Ich vergesse auch Raum und Zeit gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gar keine Ahnung, wie spät es ist, wie lange wir schon spielen. Ob der langläuft, ne? Hallo! Da bin ich wieder! Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nach oben kommen.
Haben wir das schon gelesen gehabt? Gegen euren Journalisten, euren Sucher, euren Mitglied. Ja. Fuck. Alter, hat er mich jetzt erschrocken. Der ist genau über uns. Der ist genau über uns. Auf den Sack. Ohne Scheiß, der geht mir voll auf den Sack. Der soll abhauen. Der kommt die Treppe runter. Ich fasse es nicht. Der Arsch kommt die Treppe runter. Das ist unsere Chance, um nach oben zu kommen. Die Frage ist, kommt der hier hin? Wenn der hier hinkommt, haben wir ein großes Problem. Hier unten durch. Boah, ist so cool. Naja, nicht so cool, wenn er uns kriegen könnte, würde. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße, der steht da. Fuck. Der steht genau da. Ich weiß es genau. Oh nein, der kommt hin. Oh nein, der kommt hin. Ich wette damit, der kommt hin. Ich schwöre, der steht genau da in der Ecke. Der steht genau da. Warum geht der nicht unten durch die Tür? Will er mich verarschen? Wo ist der? Ich glaube, es geht wieder nach oben, oder? Ja. Scheiße, ey, fuck. Oh Mann, ich will ja nur die Flinte holen, ey. Fuck. Mann. Was eigentlich, wenn ich schieße einmal, dann weiß er sofort, wo ich bin, oder? Oder wie es hat. Da ist er. Ja, toll, da oben müssen wir auch lang. Fuck. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass er jetzt wieder nach unten geht und dann hier durch die Tür stiefelt. Stiefel, Steffi. So. Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie wir da an dem vorbeikommen jetzt. Ich hoffe, der wandert wieder nach unten. Das wäre ein Traum. Ich höre ihn links von mir. Okay, er ist weiter weg. Es wäre so geil, wenn er jetzt unten wäre. Und wir oben. So richtig so Katz- und Maus-Spielmäßig. Einfach nicht. Du siehst mich nicht.
Boah, bin ich mutig, Alter. Wenn der jetzt hier reinkommt, ne, wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. Die Oma ist weg, Alter. Mach die Tür zu, mach. Ich hab die Flinte. Hier ist ein Zettel. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in der letzten Zeit? Es ist schon eine Weile her. Lese ich gleich. Wie kam die Oma hier rein? Alter, das ist ein geschlossener Raum. Wie kam die Oma hier rein? Kann die zaubern? Ich hoffe, der kommt hier nicht rein, weil wenn der hier reinkommt, sind wir eh am Arsch. Da liegt noch Flintenmunition. Das ist super. Funktioniert die, die wir eigentlich haben? Sie ist defekt und kann nicht benutzt werden. Ah, die allseits beliebte defekte Flinte aus Resident Evil. Wer kennt sie nicht? Kann ich den Zettel nochmal lesen hier oben? Oder habe ich den jetzt schon im Inventar drin? Achso, einmal gelesen ist vorbei. Ah, da muss ich mal eben kurz gucken. Warte mal eben. Akten. Huch. Ah, hier. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in der letzten Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahme abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind was fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Oh Gott. Die Halluzination und Geräusche... Ich sehe dich! Wie denn? Ach komm, leck mich doch am Arsch! Ah! Geh, Alter! Lass mich. Geh weg, du Pepper! Du stinkster Maggi! Alter, lass mich! Geh weg! Ich seh nichts! Aua, Alter! Ah! Aua! Das gilt nicht... Wie hat er mich gesehen? Wieso kann er denn durch Wände gucken? Will er mich verarschen oder was? Mach die scheiß Tür auf. Wie kann der mich sehen? Alter, fick dich. Ohne Scheiß, fick dich einfach. Wie konnte er mich denn sehen? Ich stand hinter einer Wand, hinter einem Regal. So wie hier. Da ist die Wand, wo er mich angeblich gesehen hat. Und hier war das Regal und da war die Tür. Wie hat er mich gesehen? Alter, fick... Weißt du was? Scheiß drauf! Ja, fick dich einfach, Spiel. Sei doch einfach mal asozial zu mir. So. Alter, was ein Kack-Arschloch-Spiel. Wieso? Ich verstehe es nicht. So, warte mal. Wo ist jetzt hier der Zettel, den ich lesen wollte? Da. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichten könnten, diesen Organismen in Verbindung stehen. Ethan! Fick dich! Toll, ey. Munition verschwendet für den Spasti. Mann, ey, gibt's doch gar nicht. So. Safe-Raum Garage. Soweit sind wir eigentlich hier schon gut vorangekommen. Vorratskammer ist noch geschlossen, oder? Ja, Salon. Der Salon. Hm. Okay, das ist der andere Speicherraum, wo das in den Keller geht. Überwachungsraum? Was ist denn der Überwachungsraum? Waren wir da schon? Im Erdgeschoss ist der Überwachungsraum? Ach ja, doch. Stimmt, da sind wir ja... Ach ja, doch, stimmt. Okay, wir haben auf jeden Fall... Scheiße. Wir haben auf jeden Fall die Flinte. Warte mal, ich komme noch von hier aus, komme ich doch in den Safe-Raum, ne? Oder? Warte mal, der Safe-Raum ist... Ne, Moment, der Safe-Raum ist ja da. Ich bin an dir dran! Alter! Uah! Uah! Fuck! Fuck, 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 fuck! Alter! Pff,
Oh, da dieses Spiel, ey. Das nimmt mich so mit gerade. Ohne Spaß, ich speichere jetzt erstmal. Ich speichere erstmal, Freunde. Freunde der Sonne. Es wird Zeit, dass wir speichern. Oh, wie cool. Guck mal, die Pistole ist sogar blutverschmiert, sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Und die Hand auch. Ich frage mich sowieso, wie er seine linke Hand auf einmal wieder benutzen kann und bewegen kann. Ist mir irgendwie immer noch ein Rätsel. So, Skorpionschlüssel brauchen wir erstmal nicht mehr. Lege ich mal wieder weg. Den Schlüssel brauchen wir noch. Die Flinte auch. Das liegt auch nochmal eben weg. Na gut. Wo bist du? Komm her. Du musst die Kackflinte holen. Dann schieße ich dir in deine Fresse. Erst schieße ich ein Loch in deine Fresse und dann schlafe ich wie ein Baby. Ciao. Ich glaube, der war da. Ich glaube, der war da. Ist mir egal. Nicht kombinieren. Der war unten, ne? Wenn der unten war, kann der hier oben nicht sein, oder? Weil ich will die Flintenmunition noch haben. Ich habe eine Flinte, du Wichser. Ich mach dich kalt. Nicht so schnell bewegen. Flex. So, ich bin es leid, die ganzen Scheißer immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt den Hundekopf, was, Reliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum, der Zerlegungsraum im Keller. Okay, also wissen wir schon mal, die anderen Sachen haben wir ja schon. Du Scheiße. Das ist für eine Oma wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich von der Oma das Gebiss, das hat sie hier liegen lassen. Ja. Ja, Freunde, jetzt wird's lustig. Aber wie hat er mich denn hier gerade gesehen durch die Wand? Ich verstehe es nicht. So, das hat man. Ah, ne, warte mal. Gibt noch eine zweite Seite. Warte. Guck mal eben gerade. So, wenn ihre Symptome auf einer pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dies entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie diesen Brief erreicht. Als Ihre Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weitere Tests zu unterziehen. Crawford Lang, Allgemeine Krankenhaus, Dalvey. Okay. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Speicherraum. Im Keller, wenn ich jetzt noch mal wüsste, wo der war. Ah, warte mal, haben wir den Dietrich mit? Ja, Moment. War offen. Ja, Flintenmuni, Alter, wie geil. Komme ich hier runter? Nee. Doch, hier. Warte mal, ich muss... Wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt... Ach ja, in dem Geheimgang wieder, ne? Ach nee, ich kann in dem Flur, in dem großen, kann ich einfach durch die Skorpiontür gehen. Da habe ich ja die Abkürzung jetzt mir gebaut. Gibt es denn sonst noch eine Skorpiontür, die wir zu hatten? Sonst war keine, ne, oder? Da unten die. Komisch, dass er jetzt nicht hier ist. Weil ich will es nicht zu laut schreien. Nachher ist er wirklich gleich hier irgendwo am Stehen. So, der kann mich mal. Ich habe eine Flinte. Freunde, ich werde nicht alt heute. Ich speichere jetzt erstmal. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Wir machen jetzt eine kleine Augenpause. Also für mich auch. Für mich sowieso Augenpause.
Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon gespielt haben. Ich mach mal hier ein Päuschen. So, speichern. So, dann wären wir schon mal hier. Bevor ich jetzt speichere. Ja, doch, ich speichere. Neue Speicherdaten. So. Ja, möchte ich. Alter. Boah. Freunde, ich nehme mal irgendwie die Kopfhörer ab. Oh Gott. Oh, ich sehe gar nichts.